sehr gerne, aber es ist gar nicht zwangsläufig notwendig, die immer zu hören. Wollen Sie vielleicht auf die nächste Slide gehen? Aber gerne. Dann haben wir das. Perfekt, genau. Also das ist unsere Struktur, die schon darauf hindeutet, dass es eine knappe Anzahl von Slides geben wird, also drei insgesamt. Die Rolle, in der ich hier spreche, ist jemand, der Kapital zur Verfügung bereitstellt. Das machen wir auch in knapp der Hälfte der Fälle mit in einem MBI-Szenario. Wir haben letzten Jahr drei Transaktionen gemacht, machen gerade wieder drei. Das heißt, es ist gut zu tun. Das, was jetzt hier folgt, basiert auf Beispielen, die ja aus dem letzten Jahr kommen oder jetzt gerade sogar von jetzt. Ich habe drei Punkte, die aus meiner Sicht relevant sind für Leute, die sich MBIs anschauen. Und es ist der Beitrag von jemandem wie mir oder auch allen anderen Leuten, die externes Eigenkapital bereitstellen können. Da sind wir leider nicht, können wir leider nicht für uns in Anspruch nehmen, dass wir die Einzigen sind, die das machen. Welchen Beitrag wir gegenüber MBI-Kandidaten leisten können, was wir bieten können. Das sind die ersten beiden Punkte, auf der Finanzierungsseite und dann operativ. Und dann am Ende, warum die Zusammenarbeit scheitert. Die scheitert recht oft. Ich glaube, Herr Kluge, Sie haben ja wahrscheinlich sehr viele Kandidaten, die bei Ihnen vorbeikommen. Und die Zahl der Kandidaten, die tatsächlich eine Transaktion machen, ist wahrscheinlich ein kleiner Prozentsatz des Gesamten. Ja, bitte jederzeit unterbrechen und auch wenn ich zu schnell spreche oder irgendwelche anderen Punkte sind, einfach reinschreiben. Das ist ohne Skript. Hat den Nachteil, dass die Struktur fehlt, hat den Vorteil, dass Sie mich auch nicht aus dem Skript werfen können. Also gehen wir mal in die nächste Slide. So, das ist ganz rudimentär, wie eine MBI funktioniert. Und Herr Kluge wird da sicherlich bei den Punkten der Marktpreise und bei den Finanzierungsoptionen noch mehr Bescheid wissen wie ich. Ich bin ja fokussiert in meiner Rolle als Eigenkapitalinvestor, also jemand, der Gesellschaftsanteile kauft, auf einen kleinen Teil von dieser gesamten Finanzierungspyramide. Dieser Slide ist gleichzeitig, glaube ich, der Grund, weshalb MBI-Versuche scheitern und gleichzeitig der Punkt, wo man als jemand, dessen Hauptinstrument Kapital ist, Mehrwert leisten kann. Wenn wir uns mal grob anschauen, was kostet so ein Unternehmen ungefähr und wie sieht die Finanzierung aus, können wir grob sagen, ein Geschäft mit 500.000 EBIT kostet irgendwo fünfmal EBIT. Ja, einfach mal festgehalten, variiert natürlich, klar. Dann braucht man also ein Cashbuch oder Cash in Höhe von 2,5 Millionen. Meistens sollte man mit mindestens 20% Eigenkapital starten als MBI-Kandidat. Das ist jetzt die Größenordnung. Wahrscheinlich, wenn Sie sagen, Sie haben 3%, dann wird Herr Kluge Ihnen vielleicht nicht die allerbesten Deals zeigen. Was das in der Praxis heißt und was viele gerade jüngere Kandidaten da schätzen, ist, dass man das 20% von 2,5 Millionen eben 500.000 Euro Eigenkapital sind. Jetzt kann man sich natürlich privat verschulden, wie man möchte, und diese 500.000 Euro aufbringen. Oder man nimmt einen externen Eigenkapitalgeber rein, der halt einen Teil von diesen 500.000 macht. So, Eigenkapital ist hier eben aus der Perspektive der Bank oder des Verkäufers, die eben die verbleibenden 80% stemmen, um den Verkäufer auszubezahlen. Macht das soweit Sinn, Herr Kluge? Habe ich hier schon was vergessen gesagt? Macht Sinn? Wunderbar. Wenn man die Audienz nicht sieht, ist das relativ schwierig zu gucken, ob da grobe Themen sind. Das heißt, das Erste, was wir machen können, was wir regelmäßig machen, ist eben einfach einen Teil von diesem Eigenkapital bieten. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass man als jemand, der das regelmäßig macht, vernünftige Beziehungen zu Banken hat. Das heißt, die Organisation des Fremdkapitals wird einfacher, wenn ein professioneller Investor am Eigenkapital hängt. Ja, der hat halt einfach die Beziehung zur Bank. Und die Bank kann sich sicherer sein, dass die ganzen Standardprozesse, das Einhalten von Covenants und so weiter einfach funktioniert. Das heißt, das ist, glaube ich, Punkt 1, schlicht Eigenkapital liefern zu können, damit eine Transaktion stattfinden kann oder damit vielleicht eine größere Transaktion stattfinden kann, als der MBI-Kandidat alleine könnte. Gehen wir zum nächsten. Ich schaue hier fleißig auf meine Uhr, dass ich wirklich die 15 Minuten nicht Alles gut. knacke. Jetzt natürlich so, wenn man von dem
privaten Eigenkapitalgeber, also jemanden wie mir oder viele Kollegen, die das auch machen, Geld bekommt, dann verschwinden die in der Regel nicht. Zum einen wollen die ihr eigenes Geld beschützen. Zum anderen hat man, wenn man im Eigenkapital investiert, ist natürlich ein Interesse daran, dass das Geschäft besser läuft. Der MBI definiert sich ja dadurch, dass die Person, die einen Teil des Eigenkapitals aufbringt, gleichzeitig die Geschäftsführung übernimmt. Das ist ja auch die Definition des MBIs. Das heißt, es gibt dann ein Verhältnis von dem damals MBI-Kandidaten zu dem jetzt Geschäftsführer von dem gemeinsam gekauften Unternehmen zu dem Investor, privater Eigenkapitalgeber. Und was ich jetzt hier aufgezeigt habe, ist so ein bisschen der Mehrwert, den man bieten kann oberhalb von Kapital. Das ist ja von links nach rechts. Also links ist wirklich mal, was das Minimum wäre, was jemand bieten sollte. Rechts ist schon wirklich sehr, sehr gut. Das ist auch so ein Thema, da kann man gerne nachher in den Fragen nochmal reingehen. Die Erwartungen von einem Nachfolger, MBI-Kandidaten, Search Funder an seine Investoren sind in der Regel sehr, sehr hoch. Also die erwarten, dass der sehr, sehr viel liefern kann. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, was der tatsächlich liefern kann und was der halt nicht liefern kann. Ich würde mal sagen, das absolute Minimum, was hier und auch sonst immer Sparringspartner genannt wird, ist aus meiner Sicht im Wesentlichen, dass es überhaupt einen Ansprechpartner gibt. Weil der Geschäftsführerjob ist schon ein relativ einsamer, weil man natürlich nicht alle Sachen mit seinen Mitarbeitern besprechen kann. Und je nach Größe des Unternehmens ist jetzt auch nicht zwangsläufig eine professionelle Management-Ebene gibt, mit der man so im Austausch steht, wie was man gewohnt ist, wenn man, was weiß ich, unter dem Beratung vorher war. Das heißt, das ist, glaube ich, das absolute Minimum. Das ist teilweise eine Einsamkeit, aber teilweise auch einfach als Austauschpartner bereitzustehen für den dann Geschäftsführer, ehemals Search Fund-MBI-Kandidat. Ob das klappt oder nicht, dafür ist tatsächlich einfach die persönliche Beziehung zwischen den beiden, ist das Entscheidende. Das können die meisten Investoren bieten, würde ich mal sagen, die ein Gefühl dafür haben, was es in der Praxis bedeutet, ein Geschäft zu betreiben. Wenn man aus einem reinen Bankhintergrund kommt, ist das vielleicht weniger so, wenn die Investoren halt auch ein bisschen operative Erfahrung haben, wie das so in der Praxis läuft, dann ist der Teil in der Regel höher. Das Zweite, was ich jetzt sagen, das sollte man schon bieten können als Investor, machen auch die meisten, ist, glaube ich, so ein genereller geschäftlicher Support. Also da fallen ganz viele von den Sachen rein, die man als Investor dauernd macht, aber als Unternehmer vielleicht nicht so oft. Das ist so stumpf, wie es klingt, sind das oft Vertragstemplates in allen Facetten, die es da so gibt. Die macht man täglich über mehrere Unternehmen hinweg. Das heißt, das ist eine Ressource, die oft bereitgestellt werden kann. Häufig ist es auch in Verhandlungssituationen, kann es einfacher sein für einen Geschäftsführer, Gesellschafter gegenüber dem ja, Anbieter von einem Produkt oder etwas, was er kaufen möchte, darauf verweisen zu können, dass der andere Gesellschafter ja sehr schwer zu überzeugen ist, dass deshalb das Angebot des Verkäufers noch ein bisschen besser sein müsste. Also so ein bisschen eine Bad Cop-Rolle. Da ist es einfach hilfreich für einen Geschäftsführer, wenn man da einen abgestimmten Narrativ mit anderen Gesellschaftern erzählen kann. Das kann sehr mächtig sein. Der letzte Punkt dazu ist, ja, schon ein bisschen an der Grenze zu Branchen-Know-how sind Erfahrungen in typischen Geschäftsprozessen. Also es gibt eine Reihe von Themen, die permanent stattfinden, sei es jetzt die Rechnungslegungssysteme softwareseitig als auch dienstleistungsseitig, sei es die Standard-CRM-Fragen. Wenn man an mehreren Unternehmen beteiligt ist, sieht man natürlich eine Breite von CRMs oder ERP-Systemen und Geschäftsprozessen, die halt gut laufen oder die weniger gut laufen. Das heißt, das ist Wissen, das gibt dem Geschäftsführer. Hier piept es jetzt gerade. Jetzt piept mein Wecker. Das heißt, ich habe hier die 10 Minuten schon hinter mir. Jetzt haben wir ein bisschen. Fast. Sie haben ja auch am Anfang noch 30 Sekunden geklaut. Die nehme ich mir einfach. Immer zu. Das heißt, das ist allgemein, sozusagen allgemeines Geschäftswissen, was jemand beitragen kann, der von außen kommt. Wieder etwas würde ich natürlich mir gerne ein Monopol zuschreiben, ist natürlich nicht so, das können die meisten anderen auch. Das Letzte, und das ist dann eine Frage der Spezialisierung, ist tatsächlich Branchenwissen. Frau Koppmann, Sie hatten eine Frage? Nein, nein, alles gut. Ich habe nur Ich dachte geschaut. auch. Stellen Sie aber auch gerne eine. Ich glaube, das ist für die Zuhörer witziger, wenn es ein bisschen Dialog gibt, als wenn ich jetzt hier einfach
in der Monotonität meiner eigenen Stimme lebe. Mhm. Perfekt. Das letzte ist Branchenwissen. Das ist natürlich das relativ einfach zu erkennen, ob ein Investor das bieten kann oder nicht. Wenn er zum Beispiel wie wir Software am Namen hat, dann kann er das wahrscheinlich im Bereich Software. Aber es gibt natürlich andere Leute, die machen das gezielt in anderen Sektoren. Allen Sektoren, die man sich so vorstellen kann. Und das ist der Bereich, wo ein Investor tatsächlich, sage ich mal, strategisch wertvoll sein kann, so weit, dass da auch andere Bewertungen Sinn machen können beim Verkauf von Eigenkapital. Und das hängt jetzt natürlich von der Branche ab, aber typischerweise sind das die Dinge, die nach Occam's Razor-Prinzip die entscheidenden Variablen im Geschäftsmodell. Ja, das heißt, bei Handelsunternehmen vielleicht die typischen Inventory Levels, habe ich da geschrieben, aber typische Inventory Levels oder typische Preisstrukturen mit Zulieferern bzw. Kunden. Im Softwarebereich sind das halt Themen wie typische Wartungssätze oder Tagessätze, dass man da ein Gefühl dafür bekommt, was sind die entscheidenden Treiber. Wenn wir machen das jetzt als OKAM Software halt via Software. Wenn man einen Investor hat, der, was weiß ich, Tiefbauunternehmen zusammenkauft, dann ist das jemand, der wahrscheinlich auch ein sehr gutes Gefühl für die typische Vertriebszykluslänge hat bei einem Tiefbauprojekt oder der eben da die Messen kennt und vielleicht die Mechaniken der Kundenakquise auch tatsächlich sehr, sehr gut versteht, dass der anders als ein einfacher Sparringspartner tatsächlich inhaltlichen Mehrwert auch liefern kann. Wir können das im Bereich Software, wir können das nicht im Bereich Tiefbau, weil natürlich man tatsächlich Erfahrung und Expertise braucht, um das gut durchzuziehen. Mhm. Perfekt. Dann waren jetzt die zwei Vorteile. Frau Koppmann, wenn wir auf die nächste Slide gehen, dann sehr spannend, ja. Warum es alles nicht klappt. Und das ist hier mit dem, schon mal ein neues Präsentationsprodukt ausprobiert und die Emojis verwendet. Ich glaube, das sind die drei Gründe, woran es scheitert. Ich glaube, Herr Kluge, da können Sie nachher noch am meisten zu sagen. Aus meiner Sicht gibt es so drei Phänotypen des gescheiterten MBI-Kandidaten. Das erste ist so der Excel-Tiger. Also das sind Menschen, die sehr finanziell optimiert auf ein Szenario gucken, im Sinne von wie schlau man jetzt die Fremdkapital-Eigenkapital-Tranchen strukturieren kann, sodass am Ende sehr, sehr viel Wert entsteht, zumindest im Excel. Das ist sicherlich auch nachvollziehbarerweise sind das eher finanziell oder aus dem Financial-Bereich kommende Leute. Es ist natürlich tatsächlich so, dass um einen erfolgreichen MBI durchzuführen, es sinnvoll ist zu verstehen, wie jetzt Fremdkapital und Eigenkapital zusammenspielt. Allerdings ist meistens wesentlich entscheidender, dass man tatsächlich das Geld hat, also den Eigenkapitalanteil zumindest und tatsächlich Unternehmen findet. Wie man Unternehmen findet, ist ja, wissen wir alle, müssen wir mit Herrn Kluge zusammenarbeiten, aber auch für die anderen Themen muss man verstehen, dass das, was im Excel ist, eben halt primär im Excel ist und bis das auf der Straße ist, müssen noch andere Dinge passieren. Ich glaube, wenn wir uns die nächste Gruppe anfangen, das sind Leute, die schaffen es meistens zu suchen. Also das sind eher Leute, die sehr outgoing oder sehr extrovertiert sind und tatsächlich ein echtes Interesse am Unternehmen haben. Die schauen sich dann sehr, sehr viele Dokumente an, haben super Beziehungen, kennen Gott und die Welt. Aber da ist so ein bisschen das Risikothema nicht ausgeprägt, weil es gibt natürlich den Moment, wo man tatsächlich zum Notar geht. Und da ist es immer so, in jedem Szenario, dass viel Risiko dabei ist. Ja, weil einfach so ist es halt. Man kann nie alle Faktoren verstehen. Es wäre jetzt beispielsweise auch relativ schwierig gewesen, Covid vorherzusagen. Ist mir nicht gelungen zum Beispiel. Das heißt, da ist immer ein Thema. Und man muss, wenn man reingeht in die Suche, tatsächlich sicher sein, dass man dann bereit ist, auch zu unterschreiben. Es ist auch nicht schlimm, wenn es nicht passiert, aber das ist eine zweite Fehlerursache, würde ich mal sagen. Mhm. Können Sie mir gerne dann später widersprechen. Der letzte Punkt, das ist ein Punkt, der ist so eine Mischung aus den anderen beiden im Endeffekt. Man hat, es gibt eine Reihe von Kandidaten, sage ich mal, deren Vorstellungen von tatsächlichen Unternehmenspreisen einfach falsch ist. Also es gibt natürlich auch eine Reihe von Verkäufern, deren
Vorstellung von Unternehmenspreisen falsch ist. Aber das Gleiche gibt es eben auch bei den Käufern. Das heißt, ich spreche jetzt relativ oft mit MBI-Kandidaten, mit denen wir vielleicht etwas zusammen wollen kaufen oder wir haben ein Unternehmen, wo wir jemanden brauchen, der das macht und sich auch einkaufen soll. Aber wenn man das, wenn man diese Gespräche macht, dann gibt es regelmäßig auch die Vorstellung, dass es Unternehmer gibt, die ein sehr gutes Unternehmen für dreimal EBITDA verkaufen oder dreimal EBIT. Die Vorstellung gibt es, es gibt dann häufig das Problem, dass es leider sehr wenig Situationen gibt, in denen das Sinn macht. Also es ist halt für einen Unternehmer auch meistens nicht unbedingt das Sinnvollste, dann zu so einem Preis zu verkaufen. Es gibt das Gleiche auf der Unternehmerseite, wo davon ausgegangen wird, dass halt das Tiefbauunternehmen in der Lüneburger Heide zum Beispiel eben 20 Mal EBITDA wert. Das ist auch nicht der Fall. Aber da ist es, das ist diese Gruppe von Kandidaten, die daran, glaube ich, scheitert. Die ist auch größer, als man denkt. Es ist, ja, ich glaube, hier lassen wir es aber mal und gehen in die Fragen-Dialog, was Sinn macht. Vielleicht bevor dieses Slide weg ist, weil ich würde dann wieder den Bildschirm wieder wechseln. Wir hatten im Vorfeld zu einem kleinen Interview schon miteinander gesprochen und ich habe sie gefragt, mir kam der Gedanke, dass manche auch einfach gar nicht vielleicht wirklich verkaufen wollen. Also das ist auch zumindest meine Erfahrung, dass man zwar einen Nachfolger sucht, wenn es dann aber zum Schwur kommt, man dann auf einmal merkt, wie sehr einem doch dieses Unternehmen ans Herz gewachsen ist und dass man sich dann doch nicht gleich so vorstellen kann, dass der Nachfolger, die Nachfolgerin das jetzt so ordentlich macht, wie man sich das selber vorstellt und wie man es selber gehandhabt hat. Kennen Sie diesen Typus auch oder ist das eher jetzt eine Fantasie? Nein. Nee, das ist, also wir kaufen fast nur von Unternehmern und in der Regel kaufen wir auch von Unternehmern direkt. Das heißt, das sind keine Wettbietverfahren. Mhm. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr intensiv zusammen. Mhm. Und dann ist es eigentlich immer so, dass diese Übergabe schwierig ist, weil es ja auch ein graduelles Loslassen ist, selbst wenn man das umsetzt. Mhm. Und das ist einfach nicht besonders einfach. Es wird einem leicht gemacht, wenn es aus irgendwelchen Gründen einen harten Cut gibt, wo es externe Faktoren gibt, warum man jetzt verkaufen muss. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es so ein dahin siechende. Und da ist es natürlich immer so, dass jede neue Person wird etwas anders machen. Und bei dem Andersmachen, da werden sicherlich auch viele Sachen dabei sein, die falsch sind. Mhm. Aber so ist eben dieser Prozess. Also das ist eine ganz, es ist eine schwierige Geschichte. Oft ist es interessanterweise so, dass die Mitarbeiter tatsächlich das ganz angenehm finden. Es kommt mal jemand Neues rein, es kommt mal was frischer Wind rein. Das ist meistens aus Sicht der Mitarbeiter ganz eine positive Geschichte, wenn der neue Geschäftsführer jetzt vernünftig ist, aber davon gehen wir mal aus. Der verkaufende Unternehmer hat aber meistens eine besonders große Sorge gegenüber seinen Mitarbeitern. Also das ist gerade so ein bisschen paradox. Es gilt also nicht nur jetzt die Excel-Tabellen gut zu beherrschen oder sich über sein eigenes Risiko bewusst zu sein. Es gilt also auch den Abgebenden, also den Verkäufer, auch zu überzeugen. Also auch von seiner eigenen Kompetenz als Nachfolger zu überzeugen. Ja, das ist wichtig und das ist also ein großer Teil einfach menschliche Kommunikation, dass man das hinbekommt. Und dann ist es wieder abhängig, also hängt ab vom Hintergrund der Person, die dann die Nachfolge antritt, wie gut das klappt. Also Excel-Tabellen als solche sind sehr, sehr selten sympathisch. Mhm. Kann ich nachvollziehen. So, ich hoffe, Sie sehen das Gleiche wie ich. Ich habe jetzt wieder die Runde eröffnet. Sodass ich auch in den Chat hineinschauen kann. Da sehe ich momentan, jetzt kommen die Fragen rein. Ja, wir warten mal ein bisschen. Genau, das wird jetzt alles so sukzessive gehen. Also genau, ich hatte es vorhin schon gesagt, vielleicht sind Sie etwas später reingekommen. Die Präsentation kann im Nachgang versendet werden, wenn Sie das Interesse haben. Wir können sie an alle versenden. Es sei denn, der eine oder andere sagt, er möchte es nicht haben. Wahrscheinlich ist es leichter, wenn Sie Nein schreiben, ich habe kein Interesse. Ansonsten versenden wir es automatisch an all die Personen, die sich jetzt hier gemeldet haben. Wenn Sie sagen, dass Sie kein Interesse haben, bin ich natürlich tief getroffen von meinem Selbstverständlich. Und das wird natürlich auch nachträglich vermerkt. Das ist klar. Genau. So, was haben wir noch für Fragen? Wir bleiben beim EBIT Multiple. Ja, genau. Sie sehen das auch, die Fragen. Ich sehe das auch, genau. Mhm. Also
die, da kann Herr Klug gleich was dazu sagen, ich sage es einmal ganz, ganz grob. Es gibt eigentlich drei Faktoren, die den EBIT Multiple treiben. Einmal die Unternehmensgröße selber, also ein kleines Unternehmen hat ein größeres Risiko als ein großes Unternehmen, einfach weil die Wahrscheinlichkeit, dass Microsoft pleite geht, eine andere ist als ein lokales IT-Unternehmen. Und dann ist es der Sektor, und das ist einfach modegetrieben, würde ich mal sagen. Das kann auch Investoren unterliegen der Mode. Und dann ist es zum Dritten einfach eine Nachfragesituation, weil auch wenn das Ding Bewertung heißt, ist das am Endeffekt ein Preis, also es ist ein Ausdruck des Interesses für diese Gesellschaftsanteile. Ich glaube, Herr Kluge, wollen Sie dazu mal was sagen, was so die Größenordnungen sind, in denen man denken kann? Ja, ich kann das unterschreiben, was du sagst, Steffen. Die fünfmal, die in der Folie stand, ist immer das, was wir auch immer erstmal als Ansatz nehmen. Ja, also, ja, nimmt das auch so? Ja. Also fünfmal ist schon mal nicht falsch. Ja? Und wenn das Unternehmen dann sehr klein ist, sehr eigentümerabhängig, dann ist es halt vielleicht auch nur viermal oder dreimal, wenn auch irgendwie ein Investitionsstau dazu bekommt. Im Endeffekt muss man sich überlegen, Multiple ist ja nichts anderes als eine, im Endeffekt die Inverse aus Wachstum und Risikokosten. Ja? Und um uns das einfach zu machen, dass wir nicht mit hier der tollen Gordon's Growth Formel rechnen müssen und dem REC. Und wenn man sich einfach überlegt, dass, und das unterschätzt man meistens, ja, weil wir sind in einer Welt, wo die Zinsen null sind und viele Leute meinen, das sind auch die Kapitalkosten, was halt völlig falsch ist, ja. Da hat man auch regelmäßig die Diskussion, wir oft, sag mal, wo wir auf der Verkaufsseite stehen mit unseren Kunden, ja, was ist eine faire Bewertung? Und wenn die davor noch einen, ich sag mal, einen Erbschaftssteuerfall oder einen WP dran hatten, der mit gewissen gesetzlich vorgegebenen Bewertungsmaßstäben rangeht, hat man natürlich ein Riesenthema, weil die rechnen halt mit Eigenkapitalkosten, ich weiß es gar nicht, 6-7% oder sowas. Ja, genau, Thomas ist fast. Ja, ich sehe auch diese Gutachten manchmal. Ja, genau, das ist ja schon die Kosten für meine ungedeckte Kontokorrentlinie. Ja. Und wenn Sie ein Mezzanine-Financing nehmen oder Nachrang, dann sind Sie schon mal locker bei 15%. Das heißt, Eigenkapitalkosten liegen irgendwo wahrscheinlich, wenn man fair ist, zwischen 15 und 20 bei kleinen Unternehmen. Und dann sind Sie ganz ruckzuck dabei, dass halt ein 5er Multiple irgendwo passt. Ja. Das ist eine sehr gute Perspektive, Bernhard. Wir rechnen intern halt auch genau mit 15-20% Eigenkapitalrendite, die man halt so braucht. Die Frage ist, wie viel Leverage, wie viel Fremdkapital kann ich rausmachen, um diese Kosten zu senken? Das ist auch limitiert, sagen wir mal, bei kleinen Firmen, im Softwarebereich sicherlich auch, ja, wo wenig Assets da sind. Ich glaube, die fünfmal ist so zum Reingehen, um mal einen Fall einzulocken und irgendwie abzuprüfen, ob jemand eine belastbare Einschätzung hat, ist das schon mal okay. Ja? Sowohl auf der Kauf- als auch auf der Verkaufsseite. Ein Teilnehmer fragt gerade, ob es auch üblich ist, dass der Alteigentümer für die Übergabephase nach dem Kauf noch als Geschäftsführer mit Prokura angestellt ist oder lediglich als begleitender Berater tätig ist. Was ist da Ihre Erfahrung? Soll ich? Oder, machen wir beide, würde ich sagen. Ne? Also, wir haben da schon alles gesehen. Ja? Also wir haben schon Verkäufe begleitet, wo 100% verkauft wurden und der Altgeschäftsführer als Geschäftsführer sogar drin blieb, ohne teilweise sogar noch mit Verkäuferdarlehen. Oft sind Beraterstrukturen denkbar. Also das ist rein situationsabhängig. Da gibt es jetzt kein richtig und kein falsch. Ja? Also eine Empfehlung würden Sie da nicht geben können, wie man da am besten vorgeht? Oder wollen Sie nicht geben, das? Also kommt wirklich sehr auf die individuelle Situation an, würde ich sagen, weil es ist natürlich schon ein extremes Vertrauensverhältnis, wenn ich jetzt 100% der Firma kaufe und der Alte, mal so gesagt, kann weitermachen, wie er will. Ja? Aber auf der anderen Seite, wenn man das eher wie so ein Beteiligungs-Holding-Ansatz sieht, ist das vielleicht auch das Richtige. Ja? Wo ich, da will ich das gar nicht, mich selber in das operative Geschäft einmischen. Ist aber eher, würde ich sagen, das wäre ungewöhnlich. Aber dass der eine Prokura vielleicht dabei hat, ich meine, wenn der das Gesicht beim Kunden auch ist, je nach Branche und Unternehmen, ja, dann ist das vielleicht auch wichtig. Wir hatten vorhin den Hochbauer oder den Tiefbauer, gerade in solchen Unternehmen, könnte ich mir sehr gut vorstellen, überlegen Sie, Sie haben da irgendwelche großen Bauprojekte und plötzlich ist der Geschäftsführer ein anderer, ist das vielleicht nicht so vorteilhaft. Und ein Geschäftsführerwechsel geht durchs Handelsregister und so weiter, das sieht dann auch jeder. Wie will man das gerade? Ich glaube, bei größeren
bei großen Private Equity Transaktionen kann das nochmal mehr Sinn machen, ne? Wenn dann der verkaufende Geschäftsführer auch ein Grund des Verkaufs auch ist, Leverage aufzunehmen, auf einer Aquikultur drüber hängt. Also das ist die Rückbeteiligung quasi, die klassische. Da kann das schon auch noch der Fall sein, aber das ist, glaube ich, keine Nachfolgesituation, sondern eher so dieses Financial Engineering, was einem Private Equity LBO-Modell gegenübersteht. Wir machen das in der Regel so, dass wir sagen, es macht mehr Sinn, schneller einen harten Cut zu machen. Also 3-4 Monate, weil das einfach besser funktioniert. Es wird nie so sein, dass jemand sagt, jetzt lasse ich los, jetzt habe ich das lange genug gemacht. Es ist immer mit Schmerz verbunden und dann ist es einfach öfter so, dass man sagt, komm, in 3 Monaten macht man das und dann ist das Thema durch. Und das ist dann meistens ein Beratervertrag. Ja, man hat so, wir haben auch ein Szenario, wo zum Beispiel jemand Geschäftsführer ist, der sehr gerne so Projektarbeit macht. Das heißt, man ist vor Ort bei den Kunden und bespricht halt die Einführung von was weiß ich, eine Software, können Sie sich denken, in meinem Fall. Und das ist eine Arbeit, die man auch sehr gut extern vergüten kann. Also das ist einfach das Teil, das die Tätigkeit, die der damaligen Geschäftsführer Spaß macht. Und dann wird das eben integriert und dann agiert er mehr als ein sehr hochqualifizierter Mitarbeiter im Feld. Geht auch. Aber jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass da nochmal ein Unterschied besteht, ob es jetzt um eine Dienstleistung sich handelt, also zum Beispiel Unternehmensberatung, die wahrscheinlich enger auch an die Fähigkeiten oder an das Beziehungsgeflecht vom Eigentümer, der Eigentümerin gekoppelt ist, oder ob es jetzt etwas ist, was sehr Fachwissen getrieben ist. Ja, wieder bei der Gießerei oder, was hatten Sie vorhin, Kabelbinder. Da ist sicherlich die persönliche Komponente des Inhabers nicht ganz so ausschlaggebend. Also vielleicht muss man auch da eine Fall-zu-Fall-Betrachtung übernehmen. Herr Kluge, ich hätte eine Frage, Bernhard, sorry, ich springe immer in das Sitzen in diesem offiziellen Format. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, wie ist denn das mit, also wie lange braucht ihr typischerweise von, ich spreche einen, es gibt einen Kontakt zu einem Unternehmer aus dem Kaminabend, was weiß ich, der sagt, ich möchte verkaufen bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir die Unterlagen zusammen, der ist es klar, was die Optionen sind. Wie lange läuft dieser Prozess, bevor man als MBI-Kandidat das IM dann zu Sicht bekommt? Idealtypisch, wenn unser Kunde in dem Fall wirklich will und vorbereitet ist, kann das, sagen wir mal, 4 Wochen dauern, 6 Wochen dauern. Wow. Weil es ist ja, sagen wir, die Präsentation zusammenschreiben ist nicht so aufwendig. Ja? Aber ja. Das setzt halt voraus, dass wir die Unterlagen haben, dass er vorbereitet ist und will. Ja? Ich habe aber auch Fälle, wo man, da bei uns in der Datenbank, wir haben so eine Akquise- oder Leads-Datenbank, ja, da stehen Leute schon seit, ich sage jetzt mal überspitzt, 3 Jahren drin, ja, und sind noch nicht abgeschrieben, aber man hat einfach einen Dialog, ja, aber die kommen da nicht weiter. Und diese Entscheidung, wir hatten das ja vorhin in der Präsentation auch, will der denn wirklich verkaufen? Also ich muss ehrlich sagen, wir hatten in den letzten 3 Jahren sicherlich mindestens einen Fall, wo wir sogar sehr, sehr schnell einen Käufer hatten, der auch genau den Preis geboten hatte, der sogar anspruchsvoll war, ja, den der Verkäufer wollte. Und der Verkäufer ist dann ausgebüxt quasi. Ja. Der kam dann erst mit irgendwelchen fadenschneidigen Steuerargumenten, die sein Wirtschaftsprüfer ihm gebracht hätte und so weiter. Und da war im Nachhinein, weil wir sind ein M&A-Berater, wir sind jetzt kein Psychologe oder Coach oder sowas. Ja, muss ein bisschen mehr sein manchmal, aber der hat dann nicht verkauft. Ja. Die Transaktion wurde abgebrochen und muss sagen, interessanterweise, der Käufer von damals, das war jetzt kein MBI, aber es war ein, sag mal, als Privatinvestor, jemand, der hat ein Holdingunternehmen, ja, der hat uns seitdem beauftragt, für ihn andere Unternehmen zu suchen. Also so für uns hat es quasi ist noch was gehabt, ja, aber das gibt es auch, ja, wo Leute da nicht wollen, obwohl, sag mal, ihre Preisziele und eigentlich auch sonst alles erfüllt ist. Die hatten dann auch nicht damit abgeschlossen. Ja. Herr Kluge, ich würde jetzt gerne noch mal einen Schritt zurückgehen aus der Perspektive eines potenziellen Käufers. Sie haben jetzt geschildert, wie lange oder wie schnell es gehen kann, wenn sich sozusagen Käufer und potenzieller Verkäufer gefunden haben. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück und ich habe einen interessierten Käufer, also jemand, der auf der Suche nach einem Unternehmen ist. Herr Buhnau sagte vorhin so nett, na, dann gehe ich natürlich zu Ihnen, dann gehe ich zur Provendit. Was kann ich sonst noch tun? Was kann ich erstens tun, um ein Unternehmen zu finden, das zu mir passt? Und
helfen Sie auch oder unterstützen Sie auch so etwas wie eine, ja, so etwas wie ein Raster zusammen mit dem potenziellen Käufer zu entwickeln? Was passt überhaupt für ein Unternehmen zu mir? Also wir unterstützen transaktionstechnisch, aber jetzt sagen wir mal zu identifizieren, was zu dem passt, das ist eigentlich unser Kernfeld. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass es einem wirklich ernst ist, dass man diese Punkte, die der Steffen genannt hat, auch berücksichtigt. Ja, weil man merkt das immer wieder, und ich sage das auch relativ offen in dem Dialog, den wir mit potenziellen MBI-Käufern haben, viele verzetteln sich gefühlt, ja, weil viele Fragen zu früh, also zu kritisch an Unternehmen rangeht. Ich sage mal, wenn jemand kommt und schon mal hinterfragt, wie war das EBIT 2015, das ist halt nicht die erste Frage, die ich mir eigentlich stelle, wenn ich mich für ein Unternehmen interessiere. Eigentlich muss ich, wenn ich mir überlege, ich habe auch diese Firma, wo ich jetzt arbeite, haben wir eigentlich auch gekauft, ja, mal. Und man muss eigentlich dafür brennen und das wollen. Und wenn ich das Unternehmen nicht vom ersten Augenblick für das Unternehmen, was ich da beschrieben sehe, brenne und sage, das ist genau das, was ich mir vorstellen könnte, dann kommt man, glaube ich, eh nicht ans Ziel. Aber man wird auf dem Weg der Unternehmensprüfung immer noch viele Punkte finden, die dann halt doch nicht so sind, wie sie am Anfang einem erscheinen. Ja, das heißt, es wird dann selten besser, sage ich mal. Also, und wenn man am Anfang schon kurz über der Nulllinie anfängt, dann kommt man nicht, sagen wir mal, ans Ziel damit. Ja, dann verschwendet man eigentlich seine eigene Zeit, ja, und auch die der anderen Seite. Deswegen, das ist das mit, ich glaube, man muss erst wahrscheinlich mit dem Bauch sagen, ja, das ist genau das, was ich will, oder das kann ich mir vorstellen. Und natürlich müssen dann auch die Zahlen und alles passen, ist klar. Ja. Aber wie finde ich noch, ich glaube, man muss viel Geduld mitbringen, und was man so schön Frustrationstoleranz nennt. Also ich kenne das von ja, auch Freunden und Leuten aus dem Netzwerk, mit denen man halt schon lange redet. Ja. Man muss realistisch sein, auch was Bewertung solche Themen anspricht. Ich zitiere mal, das ist ein bisschen gemein, aber ein Gespräch mit jemandem, Divisionsleiter aus einem größeren Konzern, erfolgreicher Manager, ja, und der sitzt dann da und will, kommt dann raus, ja, der hat eine Million, die er investiert, so ganz genau weiß man das ja immer nie, in so ersten Gesprächen, und irgendwo kam es dann aber raus, aber 200.000 Euro muss ich als Jahresgehalt schon sehen, ja, weil sonst kann ich meinen Lebensstandard nicht halten. Und ganz ehrlich gesagt, das muss man sich nur mal in den Kopf legen, wenn ich jetzt 1 Million investiere und ich brauche aber 200.000 Gehalt, das passt halt irgendwo nicht zusammen, weil wenn ich Unternehmer werde, dann ist mein Gehalt dann jetzt mal, wie gesagt, erstmal null. Ja, weil ich erstmal selber von vorne anfange. Und dann kann ich nicht sagen, gut, wenn ich jetzt 10 Millionen investiere und 200.000 Gehalt, dann wird vielleicht ein Schuh raus. Ja, aber aus dem anderen nicht, da muss ich erstmal unternehmerischen Erfolg liefern, wenn ich da hinkomme. Das ist, glaube ich, wichtig. Und eine breite Suche, ja. Also zwar wissen, was man will, aber mit uns reden, aber ich meine, wir sind ein kleines Unternehmen. Ich habe jetzt nicht so viele Unternehmen, dass man da jetzt jeden Tag was Neues hat. Es gibt Plattformen, jeder, der möchte, kann ich gerne eine Linksammlung schicken, ja, wenn man da interessiert ist, ob das über Deutsche Unternehmerbörse ist oder auch über aktive Suchbeauftragung gibt es ja auch. Also, wir arbeiten auch mit Privatinvestoren zusammen, die suchen, habe ich vorhin auch geschildert. Ob sich das immer lohnt, weiß ich nicht, weil vieles ist ja auch einfach Fleißarbeit, die muss man eben selber machen, bevor man da jemanden anders beauftragt, weil das ja auch Geld und Aufwand kostet. Das Ganze. Aber ich glaube, breit suchen und Geduld mitbringen, ja, und realistisch sein. Ja, zu dem Punkt spezifisch mache ich mit einem Freund von mir, der auch gerade, der letztes Jahr ein MBI gemacht hat, nochmal einen Online-Kurs, da haben wir nochmal die ganzen Sachen drin. Wenn Sie mir eine E-Mail schicken danach, dann können wir da Beta-Testing machen. Vielleicht ganz spannend, aber ich würde das alles unterschreiben, was du gesagt hast, Bernhard. Und ich glaube vor allem der Punkt, dass jedes Unternehmen eigentlich Chaos ist, sollte man sich schon vorher bewusst sein. Also egal, wie gut das IM aussieht oder wie gut die Präsentationsunternehmen aussieht, in der Realität sind die meisten Unternehmen im Tagtäglichen eine Form von Chaos. Und wenn man da von außen drauf schaut, dann wird man immer Gründe finden, es abzulehnen. Also in jedem Fall. Mhm. Auch das bestgemanagte Unternehmen ist wahrscheinlich Chaos, wenn man dabei sitzen würde. Dem muss man sich wirklich einfach bewusst sein. Es ist halt nicht wie eine Aktie kaufen, wo man einfach nichts sieht, sondern es ist halt tatsächlich ein lebendes
Wesen, so eine Organisation. Exakt. Über den Chat ist gerade noch eine Frage reingekommen, ich darf sie kurz vorlesen. Setzen Sie voraus, dass die Bilanzen als Grundlage für die EBIT-Bewertung geprüft sind oder wird auch das ungeprüfte EBIT als Bewertungsgrundlage herangezogen? Herr Bonau. Wir machen die geprüft. Also, und das ist auch recht, also die sind geprüft. In der Regel, das ist auch, läuft auch so ab, dass im Kaufvertrag gibt es einen Garantienkatalog, also Dinge, die tatsächlich so, also Sie können, Unternehmenskauf ist im Endeffekt der Kauf einer Sache, nur ist das Unternehmen wenig spezifiziert. Deshalb macht man einen Garantienkatalog in den Kaufvertrag rein, der eben bestimmte Dinge definiert. Da ist zum Beispiel sowas drin, wie wenn ich jetzt zum 01.01.2021 kaufen würde, lasse ich mir vom Verkäufer garantieren, dass der Kassenbestand in der Bilanz eben dann der ist, den ich gesehen habe. Oder ich lasse mir garantieren, dass dass das Anlagevermögen werthaltig ist. Ne? Wenn das dann im Nachhinein, wenn ich das Unternehmen habe, habe ich ja Kontrolle, finde ich das wahrscheinlich raus, was in der Kasse ist und was im Unternehmen so los ist. Wenn das dann nicht dem entspricht, was Sie garantiert haben, ist das ein Problem, was ja natürlich auch Sinn und Zweck der Garantie ist. Das heißt, es macht meistens Sinn, das prüfen zu lassen. Oder man ist sich eben so sicher, dass man diese Garantien unterschreibt, weil dann läuft man das Risiko, dass die eigene buchhalterische Fähigkeit vielleicht nicht ideal war. Wir haben ja geprüft, jetzt testiert, heißt das, ist es nicht unbedingt. Ja? Also ich würde sagen, wir sind oft die Abschlüsse halt vom Steuerberater gemacht. Ja? Klar, das muss ja auch sein. Haben aber auch schon alles gesehen. Ich sage mal, es gibt, wir haben ein Unternehmen verkauft, da war ich echt erstaunt, dass es eben kaum Garantien gab, obwohl die sogar im Recyclingbereich tätig waren, ja, wo man eigentlich sowas erwartet hätte. Aber da stand halt der Name vom Verkäufer dran, die Tochter arbeitete weiter als Geschäftsführerin drin. Ja, der sagte, da wird schon nichts sein. Ja, aber ich bin mit Steffen, dass man eigentlich sich, normal ist ein Garantiekatalog, zumindest auf diese Basisgrößen, die darüber abgesichert werden. Ja, stimmt. Also dein Punkt ist eigentlich richtig, die müssen nicht vorher geprüft sein, aber es ist dann de facto, wenn die Dinger nicht geprüft sind, werde ich halt härter werden bei den Garantien. Insofern, ich würde jetzt nicht mit dem Unternehmensverkauf warten, weil die noch nicht geprüft sind, ich würde dann mal rangehen, aber halt wissen, dass ein Verkäufer das oder ein Käufer danach nachfragen wird. Absolut. Das ist auch eine interessante Frage gekommen. Welches EBIT würden Sie zur Bewertung heranziehen? Das 2019 vor Corona oder das aktuelle? Okay. Ja, Bernhard, willst du erst mal, dann mache ich oder wir machen was? Also ich meine, so wie vorhin gesagt, EBIT und Multiplikator ist ja eigentlich nur ein Shortcut, ja, um eine Bewertung zu machen. Also man sollte sich ja eigentlich schon einen Geschäftsplan zurechtlegen und den dann auch über eine Discounted Cashflow-Methode dann abzinsen. Das ist aber natürlich immer eine Frage der Wettbewerbssituation. Ja. Also wenn ich jetzt ein Verkäufer bin und ein generell attraktives, ja, Firma, würde ich jetzt sagen, 2020 zählt nicht. Ja. Kommt sehr aufs Geschäft an, ja, und auf die Situation dann. Ich meine, Wert ist ja immer das eine sowieso, Preis ist ja immer nochmal eine andere Geschichte. Ja. Also ich kann, Wert ist was Individuelles, ja, für jeden Betrachter auch. Preis ist das, was am Ende bezahlt wird. Sehe ich auch so. Wir haben die Situation auch ein paar Mal gehabt. Ich würde auch sagen, genau wie du, Bernhard, dass sich versteifen auf einen EBIT-Faktor, weil das eine einfach greifbare Zahl ist, ist nicht unbedingt das Sinnvollste, was es gibt. Weil man eine ganze Reihe von Themen abwägen muss. Es ist natürlich sehr schön, eine Zahl zu haben, weil die ist halt größer oder kleiner. Dann sehr einfach zu vergleichen. Ja? Aber da lässt man jetzt zum Beispiel auch raus, was ist so mit so Earnout-Geschichten. Ne? Also wir haben es ganz Beispiel aus der aktuellen Praxis. Die Verhandlungen haben Anfang des Jahres Kaufhandel begonnen. Dann kam ja unser Freund Corona. Und es war klar, dass das Ziel von 2020 quasi einer größeren Varianz unterliegt. Aber dann haben wir in dem Szenario gesagt, okay, wir nehmen noch das nächste Jahr rein. Wir gehen davon aus, dass das wieder auf den Norm zurückfällt. Und wenn das so ist, dann nehmen wir halt das. Also so, dass es die Risikoasymmetrie ein bisschen ausgetauscht worden ist.
In dem Fall hätte ich als Investor echt ein Problem, wenn jetzt Corona 2 Jahre halt läuft, also erst irgendwie 2023 wieder rundläuft. Die These war da, das wird nicht so sein. Dann nimmt man halt das Bessere oder das Schlechtere der Jahre. Mhm. Da gibt es verschiedene Komponenten. Es gibt einmal eine Verhandlungskomponente, da sagt man halt, okay, wir nehmen das Durchschnitt, dann nimmt der eine halt das, wo am meisten rauskommt, der andere das, wo am wenigsten rauskommt. Wunderbar. Mhm. Es gibt dann aber noch die Komponente der Strukturierung einer Transaktion, die versucht wirklich das abzubilden, was der wirtschaftlich darunterliegende Effekt ist. In diesem Fall halt weiß halt niemand, ob es jetzt dieses Jahr besser wird oder nächstes Jahr. Man braucht eine Bezugsgröße, man nimmt das EBIT, also sagt man das Größere der beiden. Mindestens X. Also das ist eine einfache... Eine Frage ist gerade noch reingekommen. Ist zu dem speziellen Thema Akquisitionsfinanzierung mit externem Eigenkapital noch etwas mitzuteilen? Also vielleicht ist, ich habe diesen Begriff spezifisch so gewählt, Akquisitionsfinanzierung mit externem Eigenkapital, weil das ist ja das, was jeder Private Equity Fonds macht, ne? Am Eigenkapital beteiligt sein. Ich glaube, wenn jetzt die Frage ist, ob sie jetzt gehen können und verpassen nichts, ich glaube, das war es im Endeffekt. Wenn Sie genauere Fragen haben, dann schicken Sie einmal eine E-Mail, die ist entweder am Ende der Präsentation, sowohl an mich als auch an Bernhard. Das ist, glaube ich, das, was Sinn macht. Also tschüss, nehme ich mal an, heißt das implizit. Nee, ich weiß es gar nicht, ob es so gemeint war. Ich glaube, okay. Es hieß eigentlich eher, ob das nochmal, ob das dann noch vertieft wird, das Thema, ja. Also Stichwort externes Eigenkapital, inwieweit das jetzt bei Ihnen eine besondere Rolle spielt. Aber wie schon gesagt, wir können ja sowieso so tief in die hier gar nicht einsteigen, sondern wir wollen das Thema umreißen. Wir wollen Sie vor allem vorstellen, Herr Bühner. Wir wollen natürlich Sie, Herrn Kluge, vorstellen mit Ihren jeweiligen Schwerpunkten und Fragen, die danach gestellt werden können, werden gerne weitergeleitet, wie ich es auch schon angedeutet habe. Jetzt haben wir einen verloren, jetzt wieder reingekommen. Ich denke, so mit einer Stunde haben wir eigentlich auch ein ganz gutes Level erreicht, um so die wesentlichen Fragen zu berühren und zu verstehen, was Sie machen. Ich erlaube mir noch eine Abschlussfrage, weil die hat mich einfach interessiert, als ich mich bei Ihnen umgeschaut habe. Vielleicht auch für Sie noch, die Sie heute teilgenommen haben, wer mehr über OKAM wissen möchte, was OKAM macht, was OKAM auszeichnet und auch vielleicht Herrn von Bühner besser kennenlernen möchte, hat noch einen sehr interessanten Blog, wie ich finde, den Sie persönlich schreiben. Und einmal monatlich, glaube ich, gibt es zum Teil philosophische Betrachtungen, allgemein wissenschaftliche, wirtschaftliche Themen, die Sie sich anschauen. Mir hat es gefallen. Was mir besonders gut gefallen hat und was mich auch neugierig gemacht hat, ich nehme das jetzt einfach mal das Recht des Moderators an und stelle diese Fragen nochmal zum Abschluss. Und zwar schreiben Sie auf Ihrem Blog, dass Sie, the way to have good ideas is to get a lot of ideas and throw the bad ideas away. Das fand ich schön, weil ich glaube, so ein bisschen habe ich auch mal so erlebt. Jetzt möchte ich natürlich ganz persönlich wissen, was war Ihre beste Idee, die Sie bis jetzt so hatten? Und sollte man als Unternehmer genau so vorgehen, wenn man sich zum Beispiel für ein Unternehmen interessiert? Das ist ja zum Beispiel privater Blog. Schön, dass Sie sich freuen. Da sind viele Rechtschreibfehler und so weiter drauf. Also mit Bedacht hinnehmen. Wenn Sie jetzt sagen, was Ihre beste Idee war, ist ja die Frage, ob das jetzt eine ist, die ich selber gehabt habe oder eine der besten Ideen, die ich so gefunden habe. Ich nehme jetzt mal die zweite Variante. Ich für eine der besten Ideen... Die ich so kennengelernt habe, ist das Motto, was weiß ich, von Reid Hoffman, also dem Gründer von LinkedIn, dessen Zitat, da ist die Idee, wenn du dich nicht für die erste Version von etwas, was du launchst, schämst, dann hast du zu spät gelauncht. Das heißt, also if you're not embarrassed by the first version you've shipped too late, ist das im Englischen. Okay. Ich finde das ganz schön, weil das quasi ein natürlicher Gegenpunkt gegen so Perfektionismus ist. Also es ist, man kann immer sagen, man muss auf Fehlerfreiheit optimieren, aber wenn man auf Fehlerfreiheit optimiert, dann führt es halt auch gerne mal dazu, dass man gar nichts macht, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass etwas jemals fehlerfrei ist. Und deshalb ist, glaube ich, der Gegenpunkt zu sagen, nein, es ist genau so, wenn es nicht irgendetwas gibt für dich, wo du sagen würdest, das ist ein Fehler oder man schämt sich dafür, dann war man eigentlich zu langsam, um rauszugehen. Weil die meisten Sachen scheitern halt dadurch, dass sie nicht gemacht werden und scheitern nicht daran, dass sie nicht perfekt gemacht worden sind.
Ja, der berühmte Satz, dass man sich am Ende des Tages nicht über die Dinge ärgert, die man falsch gemacht hat, sondern über die Dinge, die man eben nicht gemacht hat. Genau, das ist das gleiche Konzept. Genau. Also ich stimme Ihnen da spontan zu, wobei es vielleicht auch ein bisschen von der Sicherheit des Produktes abhängt oder der Dienstleistung, die man anbietet, falsch zu verkaufen und dann sich nicht so ganz sicher zu sein, ob die schon in der Endphase sind, ist vielleicht nicht ganz so eine gute Idee. Aber der Charme, da würde ich mir auch Sorgen machen, wenn beim Scheitern Charme die Emotion ist, die der Erfinder empfindet. Okay, ja, Fragen sind jetzt von Ihnen nicht mehr eingekommen, doch eins noch bekommen. Herr von Bühnow, Herr Kluge, schreiben Sie noch die Kontaktdaten in den Chat oder gibt es eine Folie dazu? Meines Wissens ist das die letzte Seite auf der Folie. Ist die das letzte heißt, oder ist auch nochmal im Chat gerade? Ja. Genau, in den Chat schreiben wir es auch nochmal hinein. Also mit dem Versand, nochmal an alle, mit dem Versand der Charts oder der Folien erhalten Sie auch nochmal die Kontaktdaten, sodass Sie sich selbstverständlich dann auch nochmal bilateral Informationen holen können oder Fragen vertiefen können. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank. Ich fand es sehr interessant, sehr kurzweilig, auch wenn es eine Stunde war. Wir würden das Thema gerne, wenn das Ihr Interesse gefunden hat, so fortsetzen, da uns ja die widrigen äußeren Umstände dazu bringt, dass wir unser Netzwerk treffen, wie wir es noch im September hatten, Herr Kluge, unser MBI-Netzwerktreffen. Eigentlich wollten wir auch das heutige physisch machen. Das wird jetzt wohl erstmal eine Zeit lang nicht gehen. Wie so viele andere sind wir also auch auf die virtuelle Welt ausgewichen. Und ich denke, dafür haben wir auch gerade eine ganz schöne Premiere hingelegt. Wir würden das gerne fortsetzen, wenn Sie das auch interessiert, in diesem Duktus immer wieder relativ kurz, aber pointiert ein Thema herausgreifen, in den Mittelpunkt stellen, Sie gerne einladen und hoffentlich auch weitere interessante Diskussionen dafür. Ich danke Ihnen jetzt erstmal. Ich hoffe, es war spannend für Sie. Empfehlen Sie uns weiter, wie es immer so schön heißt. Freut uns natürlich. Kritik, Freude, Lob etc. nehmen wir auch gerne an. Herzlichen Dank. Danke, Frau Kopmann, fürs Einrichten. Dankeschön. Schönen Abend Ihnen allen noch. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.